Die Leute wissen, wie wichtig die Themen sind, aber haben einfach nicht die Zeit oder die Ressourcen, sich darum zu kümmern. Kennst du das auch? In diesem Video soll es darum gehen, wie man da ein Stück weit rauskommt. Willkommen bei Agile Heroes Education. Ich bin Matthias Fiedel, Agile Coach und Scrum Master bei den Agile Heroes und erzähle hier aus meiner betrieblichen Praxis. Matthias, das sind alles super wichtige Themen, aber ich schaff's einfach nicht mehr. Mir steht's bis hier oben hin. Viele von uns haben mit dieser Last zu kämpfen, dass die Aufgabenflut einfach immer größer wird. Und gar nicht mehr von allen Seiten regnet es herein. Der Chef will was, der Kunde will was, die neue Mitarbeiterin will was. Und viele von uns wissen gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Kennst du das auch? Ich denke, wer das gut geschafft hat, damit umzugehen in den letzten Jahrzehnten, ist der IT-Support. IT-Support? Was hat denn das mit meiner Arbeitslast zu tun? Fragst du dich vielleicht. Der IT-Support stellt uns immer mehr Software mit immer weniger Ressourcen zur Verfügung. Und wie war das möglich? Früher lief das so aus. Du hast zum Beispiel im Vertrieb gearbeitet, in 10 Minuten war dein Kundenanruf, das System hat nicht funktioniert, du hast das Telefon abgenommen und gesagt, hey, dieser funktioniert ja einfach nicht und du bewegst jetzt bitte deinen sofort hierher und bringst es wieder zum Laufen, weil in 10 Minuten ruft der Kunde an. Und dann kam jemand vom IT-Support, hat den Stecker reingesteckt und Wunder auch, es hat wieder funktioniert. Wenn du das heute versuchst, gibt es noch nicht mal eine Telefonnummer. Nein, du musst ein Ticket aufgeben. Und vielleicht ärgerst du dich darüber, weil das geht auch gar nicht schnell, sondern in dem Ticket, da musst du ganz viele Angaben machen. Du musst nämlich angeben, welcher Computer, welche Uhrzeit, welche Software hast du gerade benutzt, was ist passiert, vielleicht die Fehlermeldung in einem Screenshot angeben. Und vielleicht ärgerst du da ein Stück weit darüber, aber der IT-Support hat ja eine effektive Form gefunden, sich ein Stück weit gesund abzugrenzen. Es ist eben nicht mehr möglich, dass jemand den Telefonhörer abnimmt und sagt, hey, dieser funktioniert nicht mehr, sondern man muss eine qualifizierte Meldung abgeben. Und aus diesem können wir eine ganze Menge lernen. Was kannst du daraus lernen? Wenn du Zeit brauchst, deine Aufgaben zu erledigen, dann musst du dir deine Freiräume schaffen. Das heißt, es darf kein Telefon mehr geben. Für dich könnte das bedeuten, du machst einen Homeoffice-Tag in der Woche oder du stellst in deinen Teams ein, dass du im Moment einfach nicht erreichbar bist. Das bedeutet auch, dass wenn jemand etwas von dir möchte, er nicht einfach etwas über den Zaun werfen kann, sondern er muss eine qualifizierte, eine wertschätzende Anfrage stellen, wo eben schon angegeben wird, um welches Problem geht es eigentlich. Habe ich schon selber probiert, es zu lösen, zum Beispiel den Stecker rein und wieder rausgesteckt oder den Computer an- oder ausgeschaltet, sodass du nur noch wirklich qualifizierte Anfragen bekommst. Und hier gibt es noch eine ganze Menge mehr Prinzipien, die wir anwenden können. Dafür abonnier doch einfach unseren Kanal oder besuch ein Training bei uns. Ich glaube, damit wir wieder ins Agieren statt ins Reagieren kommen, müssen wir uns einen Schutzraum bauen. Und das ist oft sehr schwer für uns, weil wir immer gesagt bekommen haben, du musst service-, kundenorientiert sein, für deine Mitarbeiter immer präsent sein. Wenn wir das aber konsequent leben, werden die Dinge auf der Strecke bleiben. Und deshalb ist es wichtig, uns konstruktiv, positiv abzugrenzen, damit wir wieder in die Situation kommen, wo wir proaktiv agieren können, um unsere Aufgaben gut zu erledigen.